Freie Reifen. Wir haben keine freie Reifenwahl. Was das denn? Warum haben wir keine freie Reifenwahl? Aber ist nicht schlimm. Die Reifen werden nicht lange auf unseren Reifenautos bleiben. Das heißt, erstmal Volldampf, was geht. Und dann werden die anderen wieder zu lang fahren. Ah, die haben all die falschen Reifen drauf. Guter Start von beiden von unseren Fahrzeugen und tschüss. Unsere Fahrer verziehen sich echt erstmal. Alter! Hab ich ja lange nicht mehr erlebt. Jetzt bin ich jetzt schon eine Sekunde auf dem dritten Mann. Wow. Oh, schafft wirklich mal der Erstplatzierte die Bestzeit. Das ist selten. Ja, die werden aber alle ihre Fehler machen. Wie gesagt, wir kommen einfach mal jetzt halt sehr, sehr gut weg jetzt, weil wir halt Gas geben. Wie sonst was. Zumindest rein, das kommt relativ gut weg. Nieto kann einigermaßen noch mithalten. Mit dem Matteo. Aber gleich soll es anfangen zu regnen. So, Reifen können runtergestellt werden. Und zack, wo ist aber Manito hin? Oh, da ist jemand in die Punkte reingefahren. Sehr schön. Aber ich hoffe, dass die früh genug in die Box fahren. Die Mädels müssen sehr, sehr lang halten. Das heißt, nicht zu früh, auch nicht zu spät in die Box. Dann dazwischen könnten Regenreifen fahren werden. Oh Gott. Wieder so ein Chaos-Ding. Und Rainer ist natürlich ein Regenkönig. Der hat ja natürlich Regen erfahren jetzt. Und dieses Training. Und ich würde sagen, Ende der Runde könnten Intermedias abgezogen werden. Ja. Die halten 19 Runden. Das ist eine schlechte Distanz bisher. Oh, Regenreifen. Intermediates okay, aber Regenreifen, das ist da viel zu kurz für Regenreifen, oder? Da poker ich mich gerade. Bin ich mal gespannt. Intermediates okay, das sind jetzt definitiv die richtigen Reifen. Aber doch nicht die Regenreifen. Dafür ist der Regen einfach viel zu kurz da. Also wenn jetzt... Ah, die machen Fehler. Am Ende hängt nämlich... hier Zanfretta in den Punkten. Jetzt kommst du in die Box und ziehst die Regenreifen auf, was wieder komplett falsch ist. Ja. Ich weiß nicht, also Regenreifen könnten auch passen. Kommt an, wie viel die aufholen jetzt. Zeit sind wir nämlich schon schneller. Und damit ist Zanfretta, hat jetzt in dem so gesehen doch die falschen Reifen drauf. Die Zeit sind alle gleich schnell. Jetzt holen die auf. Nee. Zeiten sind alle ungefähr bisher noch identisch. Solange das der Fall ist, funktioniert das ganz gut. Das wird ja nicht lang so bleiben. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 4 Runden. Da sind die Intermediates schon wieder die besseren Reifen. Zanfretta kommt jetzt rein. Platz 12 raus. Ja, wir verlieren doch jetzt einiges an Zeit. Aber ja, die müssten am Schluss wieder in die Box kommen und sich die Intermediate zu holen, wo wir wieder die besseren Reifen haben. Oh, wir verlieren gerade richtig Zeit. Ja, das wird nicht mehr lang dauern. Der Regen sollte jetzt langsam schon wieder abschwächen. Aber doch Regenreifen geplant waren, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Naja, du fährst deine Reifen zu kühl. Das ist okay so. Jetzt hat der Regen langsam auf. Wodurch wir gleich wieder die Überhand haben sollten. Spätestens nach der nächsten Runde. Wir fahren aber trotzdem Eckhold minimal auf. Na, wie gesagt, so, es dauert jetzt noch Ende der nächsten Runde. Sollten wir dran sein oder sind wir jetzt schon wieder dran? Wir sind jetzt langsam wieder dran. Wir müssen dann die Reifen langsam auf Schongang bringen. Ja, jetzt haben wir schon wieder die besseren Reifen. Tja, legt euch nicht mit einem Strategen an. Weil wir sind jetzt genau gleich schnell und die Reifen sind wirklich jetzt der identische Zeitpunkt. Und die Strecke wird jetzt trocken, das heißt, wir sind jetzt im Vorteil. Kurvenmäßig sind wir noch im Nachteil, aber halt Strecken. Gerade oder so. Also bald sollten wir. Ja. San Fretter kommt jetzt wieder in die Box und holt sich die anderen Reifen. Oh Mann, macht ihr Fehler. Aber das kann Dings nicht nutzen. Nee, die nutzen es nicht, die kommen einfach auch selber in die Box. Trockenreifen! Leute, ist auch viel zu früh für Trockenreifen. So, jetzt sehen wir hier gleich, wie die Matteo wieder sich zurückgeholt auf Platz 2. Zack. Hat da Louis jetzt auch mit einem mit dem Trockenreifen. Ein Riesenfehler. Das ist ein Riesenfehler. Jetzt schon die Trockenreifen aufzuziehen. Weil die anderen müssen halt nochmal in die Box, ne, um sich nochmal die Trockenreifen zu holen. Okay, die Regenreifen sind jetzt die falsche Variante. Die Trockenreifen sind jetzt auch die falsche Variante. Und vor allem, das läuft alles schlecht gerade in dem Moment für Risotto Corsa. Wir können jetzt gerade gut Vorsprung rausfahren. Ich würde sagen, Ende der nächsten Runde kommen wir rein. Ja. Machen wir einfach mal so. Kommen wir rein, ziehen uns die Supersoft auf. Und dann ganz am Ende nochmal die Intermediates. Dann hat sich das Ganze. So, wir fahren schon auf neutral. Die müssen aber wirklich die Reifen schonen. Echt, wir waren schon kurz davor, die Dings zu überrunden. Ist ja Wahnsinn. So, wir kommen mit wieder mega Vorsprung auf Rossini raus. San Fretta fast in den Punkten. Aber jetzt sind halt die Intermediates die langsamen Reifen. Das hat Adalui. Ja, okay, Texera hat viel zu viel Rückstand schon. Und Veri ist auch selber auf den Intermediate unterwegs. Das Rennen könnte zumindest Windsor gerade retten. Also, wer ist davon schneller jetzt? Die Strecke ist noch so halb-halb, ne? Nicht gerade nass, aber auch nicht gerade. Guaso ist raus, damit ist San Fretta an den Punkten. Nein! Kann doch nicht. Kann man so viel Pech haben mit den Reifen. Oder mit den anderen Teams, die immer so rausfliegen. Wir haben schon mal 9 überrundet. Ja, mit dem Supersoft haben wir. Ah, ich habe die Ultrasoft, glaube ich, ausgewählt als Reifen. Ja, okay. Passiert mal. Leute, ihr fahrt viel zu lang mit den Reifen. Landager kommt rein. Alle drei rein. Hier ist zwar jetzt aus den Punkten wieder raus. Oh, Fährenk muss definitiv mal in die Box. Wir sind wieder im Plus, was Sprit angeht.
Ja. Und der Gitano ist nicht mehr unten. Das ist wichtig. Wenn die gleich wieder zu lang fahren. In 14 Sekunden könnte dann Texer raufholen. Wenn sie alles richtig machen. Ich bin eher mehr mit dem Kampf beschäftigt, der absteigt, anstatt mit uns. Oh, da hat jemand richtig aufgeholt, ne? Leto hat doch eigentlich einigermaßen aufgeholt. Ist auch, glaube ich, minimal schneller als die Matteo, aber boah. Machen wir kurz mal so. Kannst den Motor ein bisschen aufdrehen. Aber die Strecke ist nicht ganz trocken. Ein Resetter Corsa habe ich zum zweiten Mal gerundet. Ein Resetter Corsa ist jetzt 14. Mission Panther funktioniert wieder. Das könnte. Oh. Bremen und Gonzales müssen in die Box. Ja, das fängt aber gleich wieder an zu regnen. Da fahrt die Reifen kaputt. Wir müssen den Sprit mal rausnehmen. So, Gonzales in der Box. Bremen in der Box. Das war ein unnötiger Boxenstopp, kann man eigentlich sagen. 2000 schneller geworden. Wow. Oh, der Matteo fährt schnell. So, die Frage, wann fängt es an zu wickern? Wann kommt man in die Box? Also Reiners kommt auf jeden Fall vor. Leto ist ja wahrscheinlich raus. Drei Stopp. Wann haben wir das letzte Mal drei Stopp gefahren? Ey? Schon Ewigkeiten her. Okay, Regen fängt an, ich stelle zurück. 404 km/h. Läuft bei uns. So, jetzt, wenn jetzt müsste es der richtige Zeitpunkt kommen, auch damit Veri und Texera wechseln. Eher Veri. Jetzt hat Fretter schon 4 Box gehabt. Dann kommt sie wahrscheinlich gleich nochmal in die Box. Ihr wollt beide Intermediates haben. Na dann, da sage ich nicht nein. Für die letzten 8 Runden kriegt ihr frische Intermediates. Und du kriegst auch noch einen Flügel. Warum der Flügel mittlerweile nicht mehr so gut hält? Ja, der muss halten. Also, weil dann ist nämlich Platz 2 in Gefahr. Die Boxshop wird ja wieso schon in Gefahr kommen. Ja, der Vorsprung zwischen den beiden ist halt genügend, damit wir da einen Reparaturjob machen können. Ja, oder wir machen Fehler beim Heben. Kommen auf Platz 2 und 3 raus. Andrews. Was soll das? Jetzt ist die Strecke normalerweise im Begriff, für die Intermediates gut zu werden. Das werden wir jetzt sehen. Wie schnell Reinders da jetzt vorbeikommt. Dann fährt er jetzt schon auf Intermediates. Ist früh, genau wie wir. Also ist vielleicht die richtige. Jetzt kommt Safety Car. Und genau noch Veri fällt raus. Fern. Gut, es fahren noch ein paar Leute weiter. Die fahren sich genau zwischen uns. Das ist schon mal gut, dass sie zwischen uns fahren. Riemann Wechsel, jetzt wird es wieder interessant. Obwohl Texera viel zu weit weg ist. Das finde ich jetzt gar nicht gut, ne, dass die dann so nah dran sind. Okay, wir müssen es riskieren. Das ist jetzt wieder der Kampf um den Sieg. Der Sprit ist zwar jetzt eigentlich viel zu viel. Nur als ob der hält, ist was anderes. Die Möglichkeit rauszufliegen ist zu hoch. Eigentlich jetzt.
Oh, Neto muss repariert werden vielleicht. Die ersten sechs. Oh, wir haben Rehmann nicht umrundet. Die Frage ist, wie lange können wir mit diesem Sprit Gas geben? Neto und dem Matteo sind sehr unterschiedliche Fahrer im Regen. Das ist die letzte Runde. Na dann. Reiners gewinnt den Grand Prix von Kanada. Juhu. Glück, dass er zur Ziellinie war. Da hat sich De Matteo mal am Ende noch richtig verbremst. Aber gut. Der nächste Doppelsieg. Warum hat keine Punkte wieder abzuziehen? Und das ist spitze. Weiterhin nur 21 Punkte, die wir bisher nicht geholt haben. Die kann man locker draufrechnen bisher. Und ja, Glückwunsch an Reinders für die Titelverteidigung. Noch zwei Rennen zu fahren, 50 Punkte zu holen. Sie hat, lasst mich nicht lügen, ich glaube 71 Punkte Vorsprung. Oder noch mehr. Oder wäre es jetzt so oder so entschieden gewesen. Gut, dass Kitano keine Punkte geholt hat. Es sind 69 Punkte, okay. Aber ist entschieden. Aber auch, man muss sagen, verdient. 13 von 14 möglichen Siegen. Von 350 Punkten, 325 geholt. Aber wir... Also mein Ziel ist es... Ja, ich glaube, nee, also 7er Punkte werden wir nicht holen. Das ist definitiv nicht möglich. Und unserer zurzeitigen Konstellation. Wir hätten zurzeit 602 Punkte. Wenn wir bisher jedes Rennen Doppelsieg geholt hätten. Es gibt noch. Nee, also 7er Punkte sind definitiv in dem Spiel hier nicht drin. Aber wenn wir 625 Punkte holen, ist das eigentlich das Ziel, was ich erreicht habe. Das muss erstmal eine Nachmachung. Ich glaube nämlich, diese Punktzahl hat noch kein einziges Team geholt. Ich glaube, das wurde noch nie 600 Punkte überhaupt geknackt in dem Spiel hier. In der Karriere, wo ich jetzt spiele. Es gibt sicher welche, die auch jedes Rennen schon mal gewonnen haben. Also jedes Rennen als Doppelsieg. Dafür müssten wir eigentlich schon, glaube ich, noch ein, zwei Jahre weiter ausbauen, damit wir so dominant sind, dass wir da davonfahren. Das könnte mit Podesta passieren, wenn wir nächstes Jahr die Punkte weggenommen werden. Wenn. 1,2 Millionen minus. Das heißt ungefähr, sollten wir jetzt ungefähr noch 2,2 Millionen lang verlieren. So, hier gewinnt McNeil vor Budata. Oh, Budata vielleicht noch das drittstärkste Team. Er weiß, okay, das Tano holt einfach viel zu viele Punkte manchmal. Aber Santos Bravos, der hat sich dann in letzter Zeit richtig gut Punkte geholt. Aber seit langer Zeit haben die keine Siege mehr. Locatelli Dragon. Es sind 39 Punkte Vorsprung jetzt. Zwei Punkte noch. Die haben die Möglichkeit, 45 Punkte zu holen. Mit einem Doppelsieg. Also könnte Twang im nächsten Rennen das ganze Ding schon zumachen. Das ist zumindest eine freudige Dings. Das Gute ist, dass Rio nicht das letzte Rennen der Saison ist. Da wir ja noch das Rennen in Phoenix haben. Also das heißt... Resetta Corsa hat noch zwei Chancen, drei Punkte irgendwie zu holen. Und Kitano darf in dem Moment ja keine Punkte mehr holen. Mal schauen. Das war natürlich jetzt schlecht, dass es genau Veri, ein Resetta Corsa, die Safety-Car-Phase ausgelöst hat. Aber egal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Brasilien dabei seid. Wenn es eigentlich so gesehen um gar nichts mehr geht, außer halt die Mini-Ziele, die ich mir gerade gesetzt habe. Und zwar alle Rennen gewinnen. Und 625 Punkte in der Teamwertung holen. Ja, das sind die Ziele, die ich habe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.